Hallo liebe Menschen, dies ist das sechste Triathena-Blog-Video. Jeden Freitagmittag gibt es ein neues. Heute soll es um EM-Silage gehen, um fermentiertes Futter mit EM. Im Triathena-Blog berichten wir über EM-Produkte, über Terra Preta-Technologie und über Themen zur Begrünung der Erde, die uns besonders interessieren oder was unser aller Ziel ist. Und heute soll es um EM-Silage gehen. So sieht sowas aus, wenn das ein Labor gemacht hat. Ich habe selber eine Diplomarbeit, eine Untersuchung gemacht vor 10 Jahren zu Siliermitteln, Silage und EM. Silage ist einfach fermentiertes Gras oder Mais oder Futter, Maiskörner zum Beispiel. Also milchsauer fermentierte Futter für Tiere. Das wird jetzt wahrscheinlich im Wesentlichen die Landwirte ansprechen. Die anderen werden wahrscheinlich bei der Hälfte der Begriffe nicht ganz mitkommen. Nichtsdestotrotz sind die auch gerne eingeladen. Aber im Wesentlichen dreht sich heute um ganz knallharte landwirtschaftliche Fragen. Wie mache ich das Tierfutter? Wie kann ich das mit EM verbessern? Was hat das für Auswirkungen auf den Betrieb? Und EM in der Landwirtschaft ist ein großes Thema. Wir haben damit, unsere Firma hat im Wesentlichen Kunden, also der größte Teil der Kunden sind Kleinanwender, sind Garten, Haushalt, jemand Industriebetrieb, Kleinkläranlage. Wir haben aber auch, vielleicht vom Umsatz her ein Viertel oder so, ist Großanwender, sind große landwirtschaftliche Betriebe, die dann gleich mal 1000 Liter EM nehmen, Triathera Aktiv oder andere EM-Produkte, die man füttern kann oder die das selber vermehren. Das wird eingesetzt in der Fütterung, im Ackersprühen, in der Silage, ganz wichtiges Thema, heutiges Thema. Und in vielen anderen Bereichen, also Stall aussprühen, Wundbehandlung und so weiter, gibt es ganz, ganz viele Anwendungen in der Landwirtschaft für EM. Und im Grunde blicken wir EMler auf Landwirtschaft, auf landwirtschaftliche Betriebe mit einem anderen Blick als, die herkömmliche Landwirtschaft oder Wissenschaft. Denn durch die Arbeit mit EM ist uns klar geworden, dass im Grunde so ein Landwirtschaftsbetrieb ein einziger riesiger Organismus ist. Ein einziger zusammenhängender mikrobiologischer Superorganismus, der alles umfasst. Der umfasst die Tiere, der umfasst die Luft natürlich, der umfasst das Wasser, den Boden. Aber im Wesentlichen den landwirtschaftlichen Kreislauf, also der Boden ist ja das absolute Grundlegende in der Mikrobiologie, da ist alles drin. Komplexer geht es nicht. Die komplexeste, vollständigste Mikrobiologie hat man im Boden, da findet sich alles. Und der muss das meiste leisten, alles verdauen, den Pflanzen zur Verfügung stellen und so weiter. Dann haben wir die Pflanzen, dann haben wir Mikroorganismen, die auf den Pflanzen sitzen. Dann haben wir im Falle von Silage oder Tierfutter haben wir Gras oder Mais oder Maiskörner oder auch Getreidekörner, die eine bestimmte Mikrobiologie auf dem Gras und auf den Oberflächen sitzen haben, weil die eine bestimmte Mikrobiologie im Boden hatten, ganz oft den Maissäurebakterien, aber auch viele andere. Dann geht der Bauer hin, macht daraus Silage oder Heu oder was auch immer, füttert das den Tieren. Das Futter, also die Konservierung oder die Lagerung dieses Futters, das ist die nächste mikrobiologische große Komponente. Und dann geht es weiter mit den Tieren. Was haben die Tiere für eine Mikrobiologie außen auf ihrer Haut, ihre Klauen im Verdauungssystem, ganz wichtig. Da steckt die ganze Leistung, die Umsetzung von Futter in Milch, in Fleisch, in was auch immer. Und da entscheidet sich im Grunde der betriebliche Erfolg, sag ich mal. Macht man damit Geld oder geht man damit pleite, hat man gesunde Tiere. Weiter geht's mit der Mikrobiologie im Stall. Das merkt man, wie riecht es im Stall, hat man da starke Ammoniakausdünstung, hat man Fäulnisprobleme, das kann man im Normalfall im Stall schon feststellen. Wenn man massiv mit EM arbeitet, hat man sehr, sehr viel weniger Gerüche, bis gar keine mehr. Viele Landwirte riechen das aber gar nicht mehr, weil sie schon, wie ich
manchmal sagen, ihre Nase ist schon ausgebrannt von dem Ammoniakgeruch, den sie über Jahrzehnte ertragen mussten in ihren Ställen, können gar nicht mehr wahrnehmen, wenn das mal ein bisschen eine Stufe zurückgeht und nur noch ein Bruchteil davon da ist. Also der Geruch im Stall ist schon ein wichtiger Hinweis. Aha, was haben wir da für eine Mikrobiologie? Das ist wichtig für die Stallluft, für die Lunge und so weiter, für die Haut der Tiere. Und natürlich Nährstoffverluste. Dann natürlich Gülle und Mist. Gülle und Mist, was haben die für eine Mikrobiologie? Wiederum haben wir da starke Gerüche. Gülle, ganz großes Thema. Haben wir Schwimmschichten, Sinkschichten? Kann man die leicht pumpen, ausfahren? Haben wir da große Nährstoffverluste? Und dann wieder auf dem Acker. Dieser ganze Kreislauf, immer im Kreis. Boden, Futter, Tier, Gülle, Mist. Auf dem Acker zurück. Das ist eigentlich ein einziger Superorganismus und das geht immer im Kreis. Braucht man nicht denken, dass irgendwas, was man auf dem Acker tut, für das Futter keinen Einfluss hat. Irgendwas, was man der Gülle antut, wenn die da faulend rumliegt für Monate, dass das keinen Einfluss auf sein Tierfutter hat. Das hat es definitiv. Genau, also im Grunde ist die Landwirtschaft und Landwirtschaftshilfe ein einziger Superorganismus. Und was wir in irgendeinem Punkt dieses landwirtschaftlichen Kreislaufs tun, steuert die Mikrobiologie in allen anderen Punkten dieses Kreislaufs. Und so gibt es denn EM-Anwendungen auch. EM ist ja wirklich ein universales Mittel, um Mikrobiologie in eine positive Richtung zu steuern, sprich in eine milchsaure Richtung, weg von starken Fäulnisprozessen, weg von übermäßigen Oxidationsprozessen, hin zu der milchsauren Mikrobiologie, Hefenmikrobiologie. So gibt es dann auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten dafür. Das ist im Ackerbau zum Beispiel Sprühen, Gülle, Mist, den man damit impfen kann, mit EM, Stall aussprühen, Tiere füttern und Silage. Das sind eigentlich so die wichtigsten Anwendungen von EM in der Landwirtschaft. Und es ist, sage ich mal, fast egal, an welchem Punkt dieses Kreislaufs man angreift. Alles hat einen Einfluss auf alles. Aber, und da lege ich mich jetzt fest, Silage ist der mit Abstand günstigste Weg. Das fermentierte, milchsauer-fermentierte Tierfutter ist mit Abstand der günstigste Weg, den größten Effekt zu erzielen. Und ich werde nachher noch erklären, fast zum Nulltarif. Der Einsatz von EM für die Silage, wir rechnen ungefähr mit einem Liter, wiederum verschiedene EM-Produkte, aber standardmäßig ein Liter EM pro Tonne Siliergut, pro Tonne Silage, also Gras, frisches Gras oder frischen Mais oder Körner. Ein Liter pro Tonne, am besten vermischt mit einiges an Wasser. Aber da gibt es je nach EM-Produkt auch unterschiedliche Dosierangaben. Und da kann ich gleich wieder sagen, es ist im Grunde egal, welches EM-Produkt. Es sollte natürlich, also es unterscheiden sich die Etiketten, es unterscheiden sich die Hersteller, aber von der Qualität her, von der Nutzungsmöglichkeit für Futter oder Silage oder Boden, ist das eigentlich alles das Gleiche. Es gibt kein gutes EM für Silage und schlechtes EM für den Boden oder es ist irgendwie anders. Da gibt es keine echten Unterschiede. Man kann jedes EM für alles verwenden. Das wäre das Erste. Aber natürlich gibt es gewisse Zulassungen, Deklarationen und da gibt es dann entsprechend von jedem Hersteller für EM, von der EMICO habe ich es hier. EMICO Silo, damit kann man selber mit Melasse und Wasser EM Silo vermehren und dann kommt 1 Liter pro Tonne Siliergut wird da dosiert. Eine andere Variante ist auch ein Fertigprodukt von EMICO, die dosieren dann noch 400 Milliliter rein, nicht weil es so wirklich wahnsinnig viel konzentrierter ist oder so viel besser ist das nicht, ist im Grunde auch ein vermehrtes EM Silo. Aber es ist also einfach durch die Logistik wird es so teuer, dass mehr als 400 Milliliter pro Tonne nicht vertretbar war, dass das noch im Preissegment bleibt. Und es funktioniert auch selbst mit dieser Dosierung 400 Milliliter gut. Also ob man jetzt die Hälfte dosiert, 400 Milliliter, 1 Liter, in Süddeutschland gerne 2 Liter pro Tonne Siliergut, funktionieren tun alle diese Dosierungen. Die Holländer sind sogar runtergegangen, Agritonnen mit einigen Produkten bis auf 80 Milliliter von dem vermehrten EM pro Tonne Siliergut. Und auch das hat noch sehr positive Wirkung gezeigt. Desto mehr man reinmacht, desto eher kann man Silierfehler ausgleichen. Kann man schwache Verdichtung, fehlende Abdeckung und so weiter ausgleichen. Genau. Okay.
Also das wären die, das wäre die normale Anwendung. Im Schnitt 1 Liter pro Tonne Siliergut. Fertig vermehrtes EM oder eben auch die Fertigprodukte. Und da kann man rechnen, je nach Produkt, das man sich ausgesucht hat, biozertifiziert und so weiter, zwischen, ja, bei der Selberverwehrung kommt man ungefähr auf 50 Cent den Liter. Das ist aber doch ein bisschen anspruchsvoll, mindestens eine Woche Vorlaufzeit, eher 2 Wochen Vorlaufzeit, warmes Wasser, Melasse, wir machen gerne noch ein bisschen Keramikpulver, Salz und Apfelessig rein, im Silo warm halten für eine Woche unter Luftabschluss, pH-Wert überprüfen, 3,5 oder tiefer, dann passt das. Die nächste Variante ist die Fertigprodukte, und da schwankt der Preis zwischen netto 80 Cent bis 1,20 pro Tonne Siliergut. Also sprich, mit EM bewegen wir uns unter den günstigsten Siliermitteln, die es auf dem Markt gibt. Für die, die es nicht wissen, also Silage ist ja quasi das die Brot und Butter, zumindest der Rinderbauern, aber auch vieler Schweinebauern für die Tiere. Und die, es gibt eine ganze Menge biologische Siliermittel, also Milchsäurebakterien verschiedenster Sorten auf dem Markt. Also EM ist damit keineswegs die einzigen oder auch nicht die ersten. Es gab viele, viele Hersteller von Siliermitteln, biologischen Siliermitteln vor EM. Man hat nur relativ schnell festgestellt mit EM, Mensch, wir können ja auch Silage machen mit EM. Das ist eigentlich eine natürliche Anwendung. Und haben mal geguckt, was diese breite EM-Mischung, diese Art Sauerkrautsaft mit Milchsäurebakterien, verschiedenen Hefen, Photosynthesebakterien, natürliche gemeinsame Vermehrung von dominanten positiven Mikroorganismen, was die in der Silage bewirkt. Und die Erfahrung, praktische und dann auch ganz viele Laboruntersuchungen zur Silage, sind alle durchweg sehr, sehr positiv. Also EM ist ein Siliermittel, ein biologisches Siliermittel, vergleichbar zu den vielen anderen biologischen Siliermitteln, die im Allgemeinen aus 1, 2, 3 verschiedenen Milchsäurebakterienstämmen bestehen. Die günstigen nur einen Bakterienstamm, die nur Milchsäure machen, und die etwas teureren dann bestehen aus mehreren Bakterienstämmen, die auch verschiedene Gärprodukte machen, nicht nur Milchsäure, auch Essigsäure, Propionsäure, sogenannte heterofermentative, die also verschiedene Säuren produzieren, und die machen eine sehr viel bessere und stabilere Silage. Vor allen Dingen stabil gegen Nacherwärmung. Also das ist ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Die nächste Variante, also die sehr günstigen Siliermittel auf dem Markt, zum Beispiel Dr. Pieper, Biosil, aber es gibt auch andere Hersteller, sind dann reine Milchsäure, also ein oder maximal zwei, also normalerweise ein Milchsäurebakterienstamm, der nur Milchsäure macht und sonst nichts. Und das ist auch interessant, das ist auch gut, der macht auch saurere Silagen, sorgt dafür, dass es sicherer gelingt, die Silierung, dass man da eine gewisse mikrobiologische Steuerung hat, aber die Silagen werden kaum haltbarer, und wenn man die aufmacht, die Silagen, und Luft rankommt, das ist ja im Landwirtschaftsbetrieb so, man macht die Silos auf, es kommt Luft ran, und dann müssen die, im Schnitt, sagen wir, eine Woche dauert das oftmals, bis man das dann weggefüttert hat, diese Fraktion, die man da aufgelegt hat. Dementsprechend sollten Silagen mindestens eine Woche aerob stabil sein, also unter Sauerstoffeinfluss nicht anfangen zu schimmeln und heiß zu werden nach Erwärmung. Das sollten Silagen möglichst spät tun, wenn überhaupt. Und das ist ein ganz schwieriges Thema für Landwirte, weil wenn das passiert, dass Silagen warm werden, dann entstehen regelmäßig große Mengen Giftstoffe, Schimmelgifte. Dann haben wir großen Energieverlust. Man merkt das richtig, das dampft. Dann hat da wie beim Heißkompost, geht da ganz viel Energie in Form von Wärme verloren. So, also zu EM als Siliermittel. EM lässt sich mit all diesen anderen Siliermitteln sehr gut vergleichen. Es ist auch flüssig. Die anderen werden auch in Wasser aufgelöst und man sprüht die typischerweise auf das Siliergut, auf den Aufnehmer, wenn man die Rundballen wickelt, oder in den Häckselstrom, wenn man eine Silage, also einen Maishäcksler hat oder einen Grashäcksler. Also das wird entsprechend, ist auch in der herkömmlichen Technik schon eingebaut oder leicht erweiterbar, dass man da Silage-Dosiergeräte drauf macht. Also das hat EM nicht neu erfunden, da springen wir auf den fahrenden Zug, der schon seit 30 Jahren fährt.
der EM-Siliermittel, der Siliermittel, der biologischen Siliermittel auf. Und EM ist eben vor, ja, vielleicht 15, 20 Jahren dazu gekommen, dass man gemerkt hat, Mensch, man kann ja auch mit EM Silage machen und das als Siliermittel einsetzen. Und ich habe schon gesagt, EM ist im Vergleich zu anderen Siliermitteln, ja, es ist rangiert unter den sehr, sehr günstigen Siliermitteln pro Tonne. 50 Cent bis 1,20 Euro pro Tonne Siliergut. Und wie ist denn die Wirksamkeit von EM? Und da gibt es aus der Praxis eben vor allen Dingen Berichte, dass EM sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es extrem stabil ist. Also, dass wir damit unter Grassilagen haben, die man wochenlang offen liegen lassen kann. Ein Landwirtschaftsberater hat die wochenlang mit seinem Auto mitgefahren, ohne dass da Farbveränderungen oder Schimmel oder irgendwas losgegangen ist. Aber auch Betriebe, die nur alle zwei Tage, ganz kleine Betriebe in Bayern, die nur alle zwei Tage den Futtertisch am liebsten vollräumen, konnten das mit EM-Silagen machen, weil die einfach nicht warm wurden, selbst wenn sie da in der Mischung und feucht und offen gelegen haben. Und genauso mit den Silos, dass sie eben wochenlang offen stehen können, ohne sich nachzuwärmen, ohne zu schimmeln, ohne Energie zu verlieren. Also das ist eigentlich das, wofür EM als Siliermittel am berühmtesten ist, was auch schon oft in Landwirtschaftszeitungen, Top Agrar und Bauernzeitungen und so weiter berichtet wurde. Das wäre also das, wofür eben am berühmtesten ist. Und das tut es eben, weil es eine breite Mischung an Mikroben ist. Es sind eben nicht nur Milchsäurebakterien, also nicht nur Milchsäure produzierende Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien produzieren Milchsäure auf der einen Seite, aber die gleiche Gruppe Milchsäurebakterien produziert auch Essigsäure, produziert Propionsäure, produzieren andere Säuren. Also davon jetzt nicht verwirren lassen. Milchsäurebakterien können auch andere Sachen produzieren. Und eben sind ja nicht nur Milchsäurebakterien drin, sondern es sind Milchsäurebakterien, Hefen, Photosynthesebakterien und andere. Und dementsprechend haben wir ein sehr rundes Säuremuster von EM-Silagen, die also eine breite Mischung an sehr für die Tiere sehr wohlschmeckenden Säuren produzieren, die dann auch eine bessere Ausnutzung der Kohlenhydrate in der Silage bedeuten, inklusive schwerer verdaulicher Kohlenhydrate wie Zellulose und Lignin zum Teil. Und die eben höhere Gehalte an Essigsäure haben, höhere Gehalte an Propionsäure. Das ist das, wonach der Landwirt immer guckt. Propionsäure, jawohl, das macht stabile Silagen, das verbessert die Verdauung bei den Tieren. Das ist also vermehrt drin. Genau, und das führt dann eben im Endeffekt zu dieser sehr, sehr stark erhöhten aeroben Stabilität. Vor allen Dingen bei Grassilagen, aber auch etwas bei Maissilagen. So, dann, wenn wir Milchsäurebakterien zusätzlich zugeben, Silage, so wie beim Weißkohl, wenn wir daraus Sauerkraut machen, muss man nicht unbedingt, auch bei Silage, einige Bauern tun es nicht, muss man nicht unbedingt Milchsäurebakterien oder Starterkulturen dazugeben. Auf dem Kohl, beziehungsweise auf dem Gras oder auf dem Mais sitzen schon Milchsäurebakterien und man muss ihnen nur die richtige Umgebung geben, schnell genug abdecken, verdichten, Folie drüber, dass wenig Luft rankommt, dass man die richtige Feuchtigkeit hat, dass das Siliergut genug Zucker hat, dann kommt diese Milchsäuregärung auch in Gang, ohne dass man da Milchsäurebakterien zugibt. Aber wenn wir mehr Milchsäure dazugeben und besonders dominant positive Leistungsfähige, wie in EM oder in den anderen Siliermitteln, dann haben wir natürlich typischerweise eine schnellere pH-Wertabsenkung und wir haben dadurch ja sicherere Silagen, weil im Grunde die ersten 24 Stunden, die zählen bei der Silage. Das ist der entscheidende Punkt, was passiert in den ersten 24 Stunden. Und gerade in dieser Zeit, in den ersten 24 Stunden, ein, zwei Tagen, da ist es wichtig, mehr Milchsäurebakterien drin zu haben, die dann schneller den pH-Wert absenken. Und das ist das, was EM auch macht, so wie praktisch alle anderen Siliermittel auch. EM sicherlich besonders gut, aber alle anderen Siliermittel sind da ähnlich. Und eins der herausstechenden Merkmale bei EM, wir haben mehr Aktivität insgesamt, das werde ich gleich zeigen. So, ich zitiere mal kurz einige der Arbeiten. Es gab ja ganz, ganz viele landwirtschaftliche Institute. In Deutschland, Europa haben EM als Siliermittel untersucht. Ich sag mal so, vor 10,
10, 12, 13 Jahren war das hip, war das gerade aktuell. Mensch, da ist ja ein neues seltsames Siliermittel auf dem Markt, haben sich die Institute gesagt. Was ist denn das, EM? Und da hört man so gute Dinge aus der Praxis von. Das untersuchen wir auch mal in unseren Instituten. Und diese Untersuchungen laufen dann so hier ungefähr ab. Ne? Also man hat frisches grünes Gras. Das hier war ein zweiter Grasschnitt, den wir hier aus einem Dorf von einem Landwirt in Brandenburg geholt haben. Der wird dann geimpft mit den Mikroorganismen. Also man sprüht das damit ein, mischt das und dann wird das hier in so ein Glas gestampft zum Beispiel. Wird zugemacht. Ich habe jetzt hier wahnsinnig viele Klammern dran, damit das auch lange hält. Dieses Glas ist 10 Jahre alt. Also das ist dann wirklich, ne, wie Sauerkraut, wie milchsäurefermentierte Sachen, das wird nicht mehr schlecht. Wenn da keine Luft dran kommt, wenn das nicht offen steht, wenn das gut abgedichtet ist. Man sieht, das sieht noch aus wie am ersten Tag. In solchen Gläsern wird es dann gefüllt und dann guckt man typischerweise nach 90 Tagen, wie ist der pH-Wert, wie ist die Säuremuster, wie stabil ist die Silage, kann man dann eine Weile offen stehen lassen und dann entsprechende Proben machen. Also das ist die typische Untersuchungsweise in solchen Gläsern. Man kann natürlich auch ganze große Silageballen oder die Fahrsilagen, die Silos untersuchen. Aber im Labor ganz typisch die Untersuchung. Und da gibt es in Deutschland ja ein halbes Dutzend vielleicht so ein halbes Dutzend Silageinstitute und die haben alle mal EM getestet. Da, speziell damals, als das so sexy war, wo man dachte, Mensch, was ist denn das? Da haben die sich alle mal auch EM genommen und geguckt, was ist denn das? Wie funktioniert das? Und von daher gibt es eine ganze Menge Berichte über EM als Siliermittel. Also es ist wissenschaftlich sozusagen sehr gut untersucht, auch wenn da jetzt das typischerweise kaum jetzt irgendwie in den Zeitschriften veröffentlicht wurde, aber in den entsprechenden Forschungsberichten ist es veröffentlicht worden, aber nicht in peer-reviewed Zeitschriften wissenschaftlicher Art, da wurde das nicht veröffentlicht. Dazu war es dann doch nicht wichtig genug, aber in den ganzen Forschungsberichten der Instituten ist es dann entsprechend veröffentlicht worden, beziehungsweise von Zeitschriften wie Top Agrar oder Bauernzeitung. Und gibt es zum Beispiel 2003 Wageningen Institut für Tiergesundheit, Niederlande, stärkere und schnellere pH-Wertabsenkung, aerobe Stabilität massiv verbessert. Also die hatten da die normale Silage, die sie da hatten, die war nur 3 Tage aerob stabil, sprich nach 3 Tagen ist sie angefangen zu schimmeln und warm zu werden. Während das mit den EM-Silagen haben sie das über 2 Wochen getestet und dann haben sie den Versuch abgebrochen. Also sprich, hier war mehr als 2 Wochen aerob stabil. Es fing überhaupt nicht an zu schimmeln oder warm zu werden. Dann haben wir Versuchsanstalt Aulendorf, das war damals der Herr Nussbaum, 2005, Dr. Nussbaum, berichtet schnellere und stärkere pH-Wertabsenkung insgesamt. Also es wird saurer, auch nach 90 Tagen dann speziell saurer. Bessere aerobe Stabilität, genau das gleiche wie beim ersten Mal. Aus den Zahlen lässt sich noch ablesen, dass insgesamt eine höhere Aktivität der Mikroorganismen ist, also dass sie mehr Gärprodukte produziert haben, mehr Essig, mehr Propionsäure, mehr Ethanol, Alkohol. Nicht bei allen Silagen, aber bei einigen wenigen Silagen macht EM etwas mehr Alkohol, so um die 1%. Das ist tatsächlich für die Tiere gar nicht so unangenehm. Also Rinder lieben es durchaus, wenn da ein bisschen Alkohol in der Silage drin ist. Aber in der normalen landwirtschaftlichen Lehrweise ist Alkohol immer ein Warnzeichen dafür, Mensch, hier könnten sich Hefen entwickeln. Und die Hefen machen die Nacherwärmung und machen instabile Silagen und produzieren dann eventuell diese Schimmelgifte mit anderen Mikroorganismen, mit den Schimmelpilzen. Und genau das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier normale Hefe im EM mit drin, kontrolliert aber in der Symbiose durch die Milchsäurebakterien, durch EM. Sprich, diese Hefen werden nicht dominant, kippen nicht die ganze Silage und machen die warm, sondern produzieren einen gewissen Anteil Alkohol, der für die Tiere sehr schmackhaft ist, wo sie dann lieber fressen. Und in dem Bereich hat man dann noch keine Belastung von Leber oder Niere, in den geringen Bereichen, die das hier enthalten ist. Genau. Wie geht's weiter? Dann 2005, Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern, das war Dr. Richter und andere
bessere aerobe Stabilität, vor allem bei der Grassilage, mehr Essigsäure. Landwirtschaftskammer Rheinland und Schleswig-Holstein 2003, bessere aerobe Stabilität. Uni Leipzig hat Versuche gemacht 2003, hat gefunden, dass die Mykotoxine deutlich reduziert waren. Das wird wahrscheinlich die Frau Professor Krüger gewesen sein. Professor Monika Krüger, die in dem Bereich viel mit EM experimentiert hat. Professorin, die Leiterin der veterinärmedizinischen Abteilung in der Uni Leipzig, die auch viel über Biogas gemacht hat und Rinderfütterung und so weiter mit EM und sich kritisch zu Biogasanlagen geäußert hat. Genau. Also reduzierte Mykotoxine, im Schnitt halbiert in den Silagen. Dann auch in der Schweiz, Posidioks, spreche ich wahrscheinlich falsch aus, Eidgenössische Forschungsanstalt, bessere aerobe Stabilität, außer bei Nasssilagen, das ist noch wichtig bei EM. Dadurch, dass EM eben nicht nur Milchsäure macht, sondern auch Essigsäure, Probionsäure und andere Säuren, ist es gut, EM, also funktioniert EM nicht so gut bei Nasssilagen. Sprich, Trockensubstanzgehalte unter 26%, um die 26% sind für EM typischerweise ein bisschen zu wenig. Da muss man zu anderen Siliermitteln greifen, am besten dann Homofermentative, die nur Milchsäure produzieren, damit der pH-Wert noch absinkt, oder eben zu chemischen Siliermitteln greifen. Zielwert sollte sein, Trockensubstanzgehalt um 30%. Wobei, werde ich gleich erzählen, diese Silage hier hatte Trockensubstanzgehalt 60%, fast 60%. Da zeigte sich mit EM immer noch eine sehr gute Wirkung, also deutlich bessere Wirkung als ohne oder mit anderen Siliermitteln. Konnte EM auch in Trockensilagen noch eine starke Fermentation, eine gute Konservierung und Aufschluss der Silage bewirken. Genau. Und dann war ich 2007 dran, mit meiner Diplomarbeit, die zu schreiben. Ich habe ja Geoökologie studiert und war dann auch gefragt, dann entsprechend eine Diplomarbeit abzuliefern. Und da versuche ich ja dann irgendwas Sinnvolles zu machen und nicht irgendein Gedankenkonstrukt irgendeines Professors umzusetzen. Und was ich so, ich hatte mich damals schon viel mit Landwirtschaft beschäftigt, mit Bauern, die EM einsetzen und so weiter. Mein Vater hatte ja EM entdeckt für die Familie und auch für mich sozusagen. Mein Vater, Futtermittelberater für Schaumann, vor allen Dingen bei Rinderbetrieben, hatte bei einigen Rinderbetrieben gemerkt, Mensch, die setzen ja EM ein, füttern die Rinder damit, füttern die Kälber, haben damit sehr gute Ergebnisse, auch mit Silage, und hat uns dann selber das privat angewendet, das zum Teil den Bauern verkauft und auf jeden Fall die ganze Familie damit infiziert und mich so weit, dass ich das unbedingt machen wollte. Genau. Also, EM als Siliermittel hatte ich damals in der Praxis schon hier und da gesehen, aber was mir noch fehlte in den wissenschaftlichen Untersuchungen, die es damals gab, fehlte mir noch der Vergleich mit anderen biologischen Siliermitteln. Also wir haben gesehen, EM ist ein sehr gutes Siliermittel, aerob stabil, ein heterofermentatives Siliermittel, was auch stärker Essigsäure, Propionsäure produziert, was dadurch ein breiteres Säuremuster, eine stärkere Aktivität hat. Gut, das ist alles gut untersucht gewesen. Was es nicht gab oder kaum gab, war eine Untersuchung im Vergleich mit anderen Siliermitteln. Und deswegen war mein Ziel dann, eine solche Untersuchung zu machen in meiner Diplomarbeit. Das wird natürlich dann gleich ein gutes Stück komplexer, sprich man muss sehr viel mehr Proben machen, wenn man eben nicht nur ein Siliermittel und eine Kontrolle testet, sondern in dem Falle fünf Siliermittel. Ich habe zwei Grassilagen, eine Maissilage, und da habe ich drei Siliermittel eingesetzt und eine Kontrolle, also vier Varianten bei der Grassilage, erster Schnitt, vier Varianten auch bei der Grassilage, zweiter Schnitt, und bei der Maissilage haben wir sogar 1, 2, 3, 4, 5 Siliermittel eingesetzt und die Kontrolle, also sechs Varianten. Das bläst dann natürlich gleich die Untersuchung. Ich habe also hunderte von diesen Gläsern hier gestampft und geimpft, und man braucht ja immer noch ein paar Wiederholungen zur Kontrolle und so weiter. Also da haben wir also hunderte von solchen Gläsern gemacht, also das kann ich inzwischen sehr, sehr gut. Frisches Gras in Weggläser stampfen.
Und haben wir dann entsprechend geguckt, was dabei rauskommt. Natürlich ganz, ganz viele Ergebnisse. Aber ein Ergebnis war sicherlich erstmal interessant, und das war, ich habe dann eine Grafik erstellt, einen Zusammenhang erstellt, um zu gucken, welches Siliermittel hat in Summe die meisten Gärprodukte produziert. Also Essig, Milchsäure, Propionsäure, Ethanol und noch ein paar andere. Welches Siliermittel hat die quasi größte biologische Aktivität gezeigt, hat die größte Summe an Gärprodukten produziert, und habe das dann entsprechend mit den anderen Siliermitteln verglichen. Hier kann man es sich mal ansehen, das kann man auch runterladen. Ich werde den Link unter dem Video verlinken von dieser Zusammenfassung von meiner Diplomarbeit und auch von meiner Diplomarbeit, wer die lesen will, aber das dürfte, da überfordern mich heute noch ein paar Kapitel davon. Und man sieht hier das Grüne, der grüne Balken, der lange Balken jeweils, das ist, also wir haben hier erste Grassilage, die ist immer so, ne, im Mai, zweite Grassilage, die ist dann irgendwann Ende Juni, nicht dritte Grassilage, sondern Maisilage, die kommt dann typischerweise September, vielleicht sogar noch später, September, Oktober kommt die dritte Silage, und was man hier sieht, der grüne Balken, also das ist Prozentanteil an Gärprodukte von Trockenmasse, und der Prozentanteil von EM ist bei allen Silagen gegenüber allen anderen Siliermitteln und natürlich besonders gegenüber der Kontrolle höher. Also EM zeigt gegenüber allen anderen klassischen Siliermitteln auf dem Markt mit nur Milchsäurebakterien auch den teureren wie Bonsilage Plus und so weiter, zeigt es eine höhere Aktivität und eine stärkere Umsetzung. Das kommt schlicht daher, dass wir nicht einfach wie die normalen Hersteller gefriergetrocknete Milchsäurebakterien haben, einzeln, die wir dann einzeln zusammenmischen und das als gemeinsames Produkt anwenden, sondern wir haben wir vermehren die Mikroorganismen gemeinsam in einer natürlichen Nährlösung und dadurch bilden sich Symbiosen aus, die viel stärker, viel durchsetzungsfähiger sind, viel flexibler sind mit Nahrungsstoffen umzugehen. Also das war der erste Hinweis. Aha, EM ist tatsächlich ein gutes Siliermittel. Und dann haben wir die aerobe Stabilität untersucht. Und da war der wichtigste Hinweis, ja, EM, also da waren andere Siliermittel auch nicht schlecht, aber EM war allgemein das mit der besten aeroben Stabilität. Also auch da bestätigte sich wieder, vor allen Dingen bei den Grassilagen. Bei der Maisilage war der Unterschied nicht so groß, bei den Grassilagen, dass die aerobe Stabilität enorm verbessert wurde. Und dann haben wir in dem gleichen Institut, das war Agrartechnik-Institut Bornim, bei Potsdam, also Agrartechnik-Institut Potsdam, großes Institut, die vor allen Dingen auch viele Biogas-Sachen machen. Ich bin kein Freund von Biogas, ich werde definitiv noch irgendwann mal ein Video zu Biogas drehen und die ganze Problematik mal so ein bisschen aufrollen, was daran alles falsch ist und wie man die Nachteile von Biogas ein Stück weit ausgleichen kann. Aber Biogas ist natürlich auch ein schöner Hinweis darauf zu gucken, wie viel Energie kriegt man jetzt aus der Silage raus. Das haben wir da also auch gemacht, haben die Silagen also gleich in der Biogasgärung nochmal angeguckt und geguckt, wie viel Methan da rauskommt. Da brauchen wir jetzt nicht viel weiter zu sagen. Es gibt Spezial-Biogas-Siliermittel, wie diese Silasil hier mit dem braunen Balken ganz links. Moment, bei der Maisilage. Also der braune Balken, der ganz hohe, das ist ein Spezial-Biogas-Siliermittel. Das macht nur Essigsäure und die Methanbakterien lieben Essigsäure und deswegen hat das hier den höchsten Ertrag. Das ist aber eine Silage, die ist kritisch in der Stabilität und kritisch, die kann man nicht füttern. Also da werden die Tiere krank von, wenn die so eine Silage fressen. Aber ansonsten zeigt sich EM hier auch bei dem Mais als zweitbestes Siliermittel. Also auch mit einem deutlich erhöhten Biogasertrag. Und auch bei der Grassilage 5% mehr Biogas. Beim zweiten Schnitt, beim ersten Schnitt gab es kaum Unterschiede. Ja, also das ist auch ein gutes Biogas-Siliermittel. So, fertig aus, macht also da
Rudis Larsen. So, das so als kurzer Überblick zu meiner Diplomarbeit. So, also EM ist quasi, EM als Lehrmittel ist quasi das bestuntersuchteste, wissenschaftlich bestuntersuchteste Anwendungsgebiet von EM. Es gibt viel schwieriger, EM im Boden zu untersuchen, mit Ertragsuntersuchungen bei Tomaten oder sonst was. Auch da gibt es immer mal wieder positive Berichte. Aber das System ist viel komplexer, viel schwieriger und es gibt natürlich nicht so viele Untersuchungen. Fütterungsuntersuchungen gibt es noch ein paar von EM, auch die sind ganz spannend bei Schweinen oder Pekingenten und so weiter, wo es auch noch ganz gute Ergebnisse gab. Aber ansonsten ist die definitiv das Gebiet, in dem EM-Anwendung in der Landwirtschaft am besten untersucht ist und prinzipiell ist in der Silage. Also da ist man jetzt nicht, das macht, man macht da keine Experimente, wenn man da EM macht. So gut untersucht wie jedes andere Siliermittel, durchlizenziert und sonst was. Und es kommt immer das Gleiche bei raus. Es ist ein sehr hochwertiges, heterofermentatives Siliermittel mit sehr dauerhaften Silagen und sehr hoher mikrobieller Aktivität in den Silagen. Und meine Diplomarbeit hat das nochmal bestätigt, dass das eben nicht nur im Vergleich zur Kontrolle gilt, sondern sogar auch noch tatsächlich immer noch einen Zacken besser ist als die anderen Siliermittel, die alle gut sind. Wenn Sie Landwirt sind, hören Sie auf, Siliermittel anzuwenden. Siliermittel machen tatsächlich Silagen besser. 5%, 10%, sage ich mal, kriegen Sie aus den Silagen mehr raus, haben Sie bessere Qualitäten, wenn Sie Siliermittel einsetzen. Aber natürlich ist die Frage, was haben Sie für ein Gras auf der Weide oder auf der Wiese gemäht? Wie gut ist das angetrocknet? Haben Sie das rechtzeitig reingebracht, gut verdichtet, rechtzeitig abgedeckt? Also das sind alles Punkte, die müssen trotzdem erfüllt sein und die sind spätestens in Summe wichtiger als das Siliermittel, was Sie anwenden. Aber das Siliermittel holt, selbst wenn Sie alles richtig machen, aus der Silage doch noch diese 5% extra raus. Und 5% mehr aus dem Grundfutter, mehr aus der Silage, das sind Summen in der Tiergesundheit, in der Leistung der Tiere, in der geringen Futterbedarf eventuell, die Sie nicht wegwerfen sollten. Also die sind immer interessant, egal welches Siliermittel Sie anwenden. Und wie gesagt, EM immer noch einen Zacken besser nach den Untersuchungen, die uns zur Verfügung stehen. Aber jetzt kommt der Clou. Sie haben also gutes Siliermittel, Sie haben haltbare Silagen, aber nicht nur das, sondern jetzt geht's los. Wenn Sie EM mit einem Liter pro Tonne in das Siliergut dosieren, am besten noch, wenn es irgendwie geht, mit 1-2 Liter Wasser verdünnt für eine gute Verteilung. Aber selbst wenn Sie modernen Geräte schaffen, gar nicht so viel zu dosieren, selbst wenn Sie nur einen halben Liter schaffen pro Tonne, egal. Hauptsache, es kommt was rein, dann haben Sie in diesem Silierprozess eine wahnsinnige Vermehrung dieser EM-Mikroorganismen. Also um das Hundertfache. Und dementsprechend, Sie machen im Grunde, man kann sich mal das erste Video zu Bokashi anschauen, Sie machen im Grunde Futter-Bokashi, ganz hochwertiges Futter-Bokashi aus Gras mit EM. Also Sie vermehren nochmal ganz enorm diese effektiven Mikroorganismen, diese Mischung aus Mesobakterien und Hefen und begleitenden Arten, die so sehr durchsetzungsstark ist. Und das kriegen dann Ihre Tiere. Und zwar nicht nur, wie wir das in der Fütterung machen, vielleicht bei Rindern 100 Milliliter am Tag oder bei Schweinen 20 Milliliter am Tag oder bei Kälbern, sondern sie füttern quasi jetzt, ne, ein typisches Rind, Rinderration, 35 bis 50 Kilogramm Silage am Tag. Perfekt vermehrtes EM. Da kriegen Sie quasi kiloweise EM, als wenn Sie hier jeden Tag ein Liter EM füttern würden. Solche Größenordnung erreicht das eigentlich. Und viel hilft viel bei EM. Desto mehr, desto dominanter wird das, desto besser wird die Mikrobiologie. Sprich, Sie kriegen sofort, fluten quasi das Verdauungssystem der Tiere mit einer positiven Mikrobiologie. Sie werden das schnell am Kot merken, dass der angenehmer wird, dass die Tiere sauberer sind, dass die dass der Kot eine andere Konsistenz bekommt. Sie werden das schnell im Stall merken. Mensch, das riecht ja nicht mehr so, wenn die Nase noch nicht völlig ausgebrannt ist. Sie werden das merken an der Tiergesundheit relativ schnell, also Klauenprobleme, Zellzahlen,
heute schon nicht immer, ne? Also gut geführte Betriebe, die kaum mikrobiologische Probleme haben, können durchaus erstmal wenig merken, aber oft genug haben wir, dass die Marker der Gesundheit doch stark reagieren und ganz schnell runtergehen. Sprich Zellzahlen und Tierarztkosten und so weiter. Fruchtbarkeit, das große Thema Fruchtbarkeit. Ich hatte jetzt einen Landwirtschaftsbetrieb besucht und das war nicht der erste, der das erzählt hat. Ich mache das ja schon seit über 10 Jahren. Wie war die Zahl genau? Ich glaube, er hat jetzt 19 Besamungen durchgeführt, irgendwie letzte Woche, und davon sind 18 tragend geworden bei Rindern. Und das ist eine Wahnsinnszahl. Er sagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Also quasi fast eine 100%ige Fruchtbarkeitsausbeute. Das kann man sich mal ausrechnen, was das an Kostenersparnis ist, wenn der Besamer da nicht zweimal für jedes Tier im Schnitt kommen muss. Was das für das Tier bedeutet, dass das schneller wieder tragend wird, was für die Milchproduktion und so weiter. Also das ist allein dieser eine Punkt, was der einen schon bringt, und der ist, wie gesagt, über die Silage noch mal viel stärker, als wenn man das nur füttert. Also das punkto Tiergesundheit. Dann durch die besser aufgeschlossene Silage, durch die intensivere Verdauungsmikrobiologie der Tiere, durch die bessere Verdauungsmikrobiologie der Tiere, können die Eiweiße besser aufnehmen, können die Energie besser aufnehmen. Das spiegelt sich nicht in diesen Futtermittelgleichungen, Rationsberechnungen wieder. Die können nur die physikalischen, chemischen Parameter aufnehmen und die im Grunde umrechnen. Dass die Tiere aus dem gleichen Grundfutter, aus der Zellulose, aus den Lignin, aus den schwerverdaulichen Anteilen der Grassilage, Maissilage, dass die da mehr Energie rausholen, das können diese Gleichungen nicht widerspiegeln, aber es ist die Erfahrung mit EM, die Tiere fressen das lieber, sie nehmen mehr Futter auf und sie können da mehr Energie rausholen, mehr Eiweiß auch rausholen. Was im Umkehrschluss heißt, ja, sie werden eine höhere Milchleistung bekommen oder, fast noch interessanter, sie können eiweißreiche Kraftfuttermittel oder prinzipiell Kraftfuttermittel reduzieren. Und das ist eigentlich das finanziell Spannende, weil das sind ja die teuren Fraktionen und die liefern ihnen gut, die letzten 1-2 Liter mehr, aber das Tier profitiert gesundheitlich enorm davon, wenn sie jetzt von dem Kraftfutter ein Stück weit runtergehen, die letzten 1-2 Liter Höchstleistung bei der Milch pro Tag sausen lassen und dafür das Tier nicht so stark mit Eiweiß belasten, nicht so stark mit Kraftfutter belasten. Denn wovon es sich sehr gesund ernähren kann, ist das Grundfutter, und sobald zu viel Eiweiß in der Verdauung ist, gerade beim Pansen, gerade bei der Kuh, haben wir diese Probleme mit Eutergesundheit, mit Klauengesundheit. Also da ist es interessant, von diesem Eiweißanteil runterzukommen, weil die Kuh das Eiweiß durch die bessere Verdauung im Grundfutter, in der Silage, im Gras, im Mais besser rausholen kann und natürlich dann auch das wenige Kraftfutter, was man dann vielleicht noch füttert, eben auch besser verdauen kann. Also das ist so ein Effekt, der dazu kommt. Der, ja, das ist insgesamt alles schwierig ökonomisch zu beziffern, aber wie gesagt, man kriegt ja EM als Siliermittel praktisch zum Nulltarif, so teuer wie andere Siliermittel auch, und hat dann diese Effekte. Die nächste Punkt ist dann, dass die Tiere eben nicht nur 3,5 Laktationen durchhalten, sondern 4, 5, 6 Laktationen, dass das eigentlich so ein Ziel ist, dass man so stabile, gesunde Tiere hat, dass man die länger führen kann. Das ist richtig Geld für den Betrieb, wenn sie in der Lage sind, ihre Jungkühe oder ihre Kälber zu verkaufen, aus eigener Nachzucht sich sowieso zu remontieren, aber auch noch vielleicht noch ein Stück weit sehr hochwertige Kälber zu verkaufen. Also das ist interessant. Und dann geht's, damit bleibt es ja nicht stehen, dann geben wir in Gülle und Mist, typischerweise heutzutage Gülle. Und da wird man auch, na, das dauert dann aber schon ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, bis der Effekt sich in der Gülle voll bemerkt, oder bis der sich da bemerkbar macht, wovon man merkt, Mensch, normalerweise wachsen da meine Birken und Bäumchen und Gras auf der Gülle und dieses Jahr habe ich da überall Blasen und die ist relativ lebendig und flüssig und hat nicht so eine fetten Schwimmschichten, über die ich fast rüberlaufen kann. Und nicht so eine fetten Sinkschichten, dass ich ohne Ende Schlamm unten drin habe, den ich dann ausbaggern muss eventuell. Also die aktivere Mikrobiologie in der Gülle,
Man kann ja auch EM direkt in die Gülle kippen und hat den gleichen Effekt, dass die anfängt zu blubbern, dass die Schwimmschichten sich auflösen, dass es homogen wird, dass es nicht stinkt. Wiederum, ganz Hinweis, Geruchsammoniak, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, das sind Nährstoffe, Stickstoff, Energie, die da letztendlich für den Boden verloren geht, die man dann als Stickstoffdünger wieder hinterher düngen muss. Wenn wir mit EM in der Mikrobiologie die Stickstoff in der Gülle halten, das bis zum Acker hin schaffen, das geht so in die Größenordnung von ein halbes bis ein Kilo Stickstoff pro Kubikmeter wird es definitiv sein, die sie in der Gülle drin behalten. Wenn wir rechnen, was sie das kostet, was sie da nicht dann auf dem Acker nachdüngen müssen mit Stickstoffdüngern. Dann geringe Geruchsbelastung, weniger Rühren der Gülle, was auch eine teure Angelegenheit ist. Nächster Punkt, Sie können jederzeit ranfahren an die Gülle, die pumpen und ausbringen, also auch Betriebsablauf viel einfacher. Nächster Punkt, die Gülle verbrennt in die Pflanzen nicht mehr so. Eine Gülle, die stark Ammoniak abgibt, ist auch viel aggressiver für die Pflanzen. Eine Gülle, die mikrobiologisch eher in die Milchsau-Richtung tendiert, wobei die immer basisch bleibt, aber einen Ticken niedrigen pH-Wert hat, die verbrennt eben die Pflanzen nicht mehr so stark oder gar nicht. Das heißt, die perlt dann einfach so ab und ist also viel, viel pflanzenverträglicher bei direkter Ausbringung. Ich habe vor Güllebehältern gestanden, die sahen aus wie Pudding, da haben sie nichts gerochen. Da war noch ein totes Kalb drin, das so als Frühgeburt abgegangen ist. Ja, der Bauer, das ist dann so mit dem Gülleschieber mit rausgekommen. Die Nicht-Landwirte sollten jetzt weghören. Passiert aber natürlich auch mal im Landwirtschaftsbetrieb, das hat da wochenlang drin gelegen in der Gülle. Normalerweise würde das Ding zum Himmel stinken. Kein Geruch, nichts. Selbst wenn Sie da solche Problemstoffe mal in die Gülle bekommen. Der hatte das, vor allem mit starker EM-Anwendung und Gesteinsmehl, eine Gülle wie ein Pudding gehabt. Das war dann in Bayern, die Chiemgauer sind da ganz groß mit EM und die Allgäuer. Soweit sind wir hier im Norden nicht. Ich habe gesagt, unser Hauptkundenbereich sind eigentlich die Kleingärtner. Wir haben Landwirte, auch einige, aber hier im Norden, speziell bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir die Riesenbetriebe, ne? Also wenn ich schon mal einen Rinderbetrieb unter 1000 Tiere habe, dann freue ich mich ja schon. Die meisten sind irgendwie, wie gesagt, ja 800.000 und wollen alle aufstocken und haben jetzt demnächst 2000 Tiere und was weiß ich. Das sind natürlich andere Größenordnungen, die sind aber auch schwieriger zu überzeugen von EM, sag ich mal, oder das ist schwieriger für die EM in ihren Betriebskreislauf zu integrieren. Selbstvermehrung ist noch schwieriger bei diesen Riesenbetrieben, weil man dann wirklich jemanden braucht, der das mit Herz und Liebe vermehrt. Aber selbst wenn sie Fertigprodukte anwenden, haben wir immer das Problem, dass wenn die nächste Milchpreiskrise kommt, dass dann überlegt wird, was können wir denn jetzt wegstreichen. Ja, und dann wird eben, EM-Siliermittel geht ja auch ohne, streichen wir jetzt weg. Und das Interessante ist, es passiert erstmal nichts. Ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre wird man kaum Veränderungen feststellen. Es gibt so eine leichte Degradation in der Mikrobiologie mit der Zeit, wenn eben dieser Input der positiven mikrobiologischen EM nicht mehr da ist. Aber es ist ja, wie ich am Anfang sagte, wir haben diesen großen Kreislauf der organischen Substanz im Betriebskreislauf rum. Boden, Futter, Tiere, Güllemist, wieder der Boden, immer im Kreis. Und diesen ganzen Kreis impfe ich, wenn ich das als Siliermittel einsetze, impfe ich diesen ganzen Kreis intensiv mit diesen guten Mikroorganismen durch und kriege dann eine viel stabilere, eine positiv führende Mikrobiologie. Das heißt, ich habe weniger Pflanzenkrankheiten, weniger Schimmelbelastung, selbst im Getreide und im Mais, weniger Schadinsekten, die sich davon angezogen fühlen, bessere Nährstoffausnutzung im Acker. Ich habe dann eben das bessere Futter mit höheren Proteingehalten. Ich habe die mehr Vitaminen drin, das kann man auch messen. Ich habe dann den bessere Silage, ne, dann ja vielleicht mit EM, dann geht es weiter. Und ich habe diesen großen Kreislauf und ich verbessere den an allen Punkten, nur wenn ich EM als Siliermittel einsetze. Diese eine Maßnahme, paar Mal im Jahr, wo ich reinhauen muss, aber dann im Grunde das ganze Jahr über vergessen kann, dass ich da irgendwas mit EM gemacht habe. Und das wirkt sich auf den ganzen Betriebskreislauf aus. Aber wenn Sie das aufhören, das EM als Siliermittel,
ist die Wirkung ja nicht sofort weg, sondern das dauert 1, 2, 3 Jahre, bis dieser Input sich sozusagen wieder nivelliert, bis der wieder raus ist aus dem System halbwegs. Und so lange erntet man noch die positiven Effekte davon im Nachhinein und dann sagt der Bauer natürlich, siehe, ich kann auch ohne EM arbeiten, das funktioniert ja trotzdem. Und er hat auch recht, aber ob es in 2, 3 Jahren noch so gut funktionieren wird oder ob er dann nicht vielleicht wieder in eine Abwärtsspirale der Mikrobiologie gerät und wieder mehr Tierkrankheiten reinbekommt, wieder höhere Klauenprobleme, eventuell Botulismus im Betrieb, ganz großes Thema, das man mit EM wunderbar stabilisieren kann, in den Griff kriegen kann. Also das ist sozusagen der Fluch dieser Wirkung, dass EM so lange wirken und zum Teil ein bisschen länger brauchen, bevor sie alles durchgewirkt haben, sag ich mal, aber dann auch eine ganze Weile, Jahre im System bleiben, bevor es wieder weg ist. Das verführt doch viele Betriebe dazu, das einzusetzen, aufzuhören. Wir sehen, dass ja keine Katastrophe passiert, kann ich ja weiter, brauche ich ja EM nicht, und dann vergibt man eben die Wirkung nach ein, zwei Jahren wieder, die EM da bieten kann. Genau, das Problem haben wir bei den großen Landwirtschaftsbetrieben hier, bei unseren Agrargenossenschaften, die aus den LPGs entstanden sind mit tausenden Hektar und tausenden Tieren. Und die, da muss man nicht nur einen überzeugen, da muss man den Chef überzeugen, den Ackerbauern, der die Silage einsetzen soll, oder den Fütterexperten und am besten noch einen im Stall, der dann tatsächlich die Arbeit macht. Und wenn irgendeiner von denen abhaut, dann hört es erstmal auf, machen die erstmal nichts mehr. Also das haben wir bei ganz vielen Betrieben. Die haben jahrelang EM eingesetzt, waren super zufrieden, jawohl, funktioniert und die Gülle sieht gut aus und die Silage ist top. Und dann gibt es irgendeine kleine Veränderung im Betriebsablauf, ne? Der Mann geht in Rente oder es gibt einen neuen Chef und der kommt frisch von der Uni und das haben wir in der Uni nicht gelernt, das gibt es nicht. Und dann hört es erstmal wieder auf. Und ja, also diese Riesenbetriebe, ein Familienbetrieb ist ja leichter zu überzeugen, und hat dann eine viel konstantere Anwendung und letztendlich mehr Liebe zu seinem Boden und zu den Tieren und zum Kreislauf, um das tatsächlich langfristig umzusetzen. Deswegen sind die kleinen Familienbetriebe im Chiemgau und Allgäu und so weiter, der Chiemgau und Allgäu und so weiter, sind da so viel mehr EM-Anwender in diesem Bereich als bei unseren großen Betrieben hier im Norden. Genau. So. Also EM, der Königsweg als Siliermittel, das in den Betriebskreislauf zu bringen, praktisch umsonst, ein Tick mehr Arbeit vielleicht, aber vergleichbare Kosten wie andere Siliermittel und dafür aber eine Wirkung, die wirklich den ganzen Betriebskreislauf einspannt. Wunderbar untersucht, in 1000 Variationen. Heterofermentatives Siliermittel, aerobisch stabil, also enorm stabilen Silagen, das ist eines der wichtigsten Punkte. Und vielleicht noch ein bisschen was zu anderen Tieren als Rinder. Also wären dann wesentlich noch Schweine, die ja auch einen guten Teil an Silagen bekommen, aber selbst bei Hühnern ist das gar nicht so unwahrscheinlich unmöglich. Schweine kriegen ja öfter Maiskorn-Silage, da gilt genau das Gleiche. Wobei oftmals mehr eingesetzt wird, 1 bis 3 Liter EM pro Tonne Siliergut bei den Maiskorn-Silagen, ist aber eigentlich auch nicht unbedingt nötig, mit 1 Liter müsste man auch auskommen, aber das ist ja so hochwertig, da kann man ruhig mal 2, 3 Liter reinhauen, das ist okay. Aber ansonsten genau das gleiche, Maiskorn-Silage für Schweine und auch Getreide, ganz normales Getreide, Futtergetreide, idealerweise schroten, mit EM anfeuchten, also anfeuchten auf eine gewisse Feuchtigkeit, dass es tatsächlich fermentieren kann, luftdicht abschließen, also im einfachsten Fall jetzt für einen kleinen Bereich einfach im Eimer oder in der Tonne, im großen Bereich, ne, macht man, muss man schon irgendwie quetschen oder schroten das Getreide, durchfeuchten mit EM-Wassergemisch, sodass man gewisse Feuchtigkeit kriegt, dass es ein bisschen zusammenbackt, aber nicht kein Wasser austritt, ne? Das ist eigentlich die Feuchtigkeit, die man da anstrebt bei dem Getreide, und dann für 7 Tage mindestens fermentieren, dann hat man milchsauer fermentiert, wie Sauerteig im Grunde, milchsauer fermentierte Getreide, Schrot, es geht auch mit ganzen Körnern aber nicht so gut, dann das ist, also besser ist es mit Schrot.
milchsaufermentiertes Getreideschrot. Das ist auch fast, außer ein bisschen Arbeit und in den Betriebsauflauf integrieren, ist das oftmals zu einem sehr geringen Aufwand zu haben. Man braucht, wie gesagt, 1-2 Liter EM pro Tonne. Also das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was die Tiere dann fressen oder was man EM füttern würde. Ist das sehr wenig. Hat aber durch diese starke Vermehrung der Mikroorganismen EM in Getreide, in der fermentierten Getreide, dann so eine massive EM-Wirkung bei der Fütterung. Und das kann man mit 10, 20, 30% kann man dieses angesäuerte Futter, und da braucht man auch keine Säuren mehr kaufen für das Schweinefutter oder Hühnerfutter, weil man das selber herstellt, ne, in dieser mindestens 7-tägigen Fermentation. Also wenn Sie da genaueres wissen wollen, dann mich nochmal anrufen bzw. sich mit mir unterhalten. Auch was die Silageuntersuchungen angeht, wer da mal ein bisschen Literatur zu sehen will, die ganzen Artikel, ich habe da so 6-7 Stück, die ich einfach mal exemplarisch mir damals für meine Diplomarbeit und für die Beratung mal runtergeladen habe, als PDF-Dateien. Wer die haben will, diese ganzen Silageuntersuchungen, Beiträge in Top Agrar, Bauernzeitung, EM-Journal, der kann das gerne mal per mir per E-Mail anfragen, dann e-mail ich die mal zu. Und wie gesagt, in die konkreten Anwendungen müsste man eben mich nochmal oder Ihren EM-Berater, den Sie sonst haben, nochmal fragen, wie das genau funktioniert, welches Produkt zugelassen ist. Entsprechend, das hier ist nicht zugelassen, das ist unser normales EM als Bodenhilfstoff, Triatera Aktiv. Kann man auch trinken oder mitzelieren, aber es ist nicht dafür deklariert oder lizenziert. Ungiftig und für alles zu verwenden. Die günstigste Variante wäre Vermehrung von EM aus EM-Silo, Emico-Silo. Aber es gibt auch Fertigprodukte, die bezahlbar sind, die man da direkt einsetzen kann und die entsprechend deklariert sind und lizenziert sind. Genau, also als Fazit, EM ist als Hilfsmittel ist der Königsweg, diese gute Mikrobiologie in den Betriebskreislauf zu bringen. Wir haben eine stabile Silage, wir haben eine aktivere, also eine schnellere Ansäuerung der Silage, wir haben eine höhere Aktivität der Mikroorganismen in der Silage, mehr Umsetzung von schwerverdaulichen Anteilen in der Silage, also mehr Säuren, mehr Essigsäure, mehr Propionsäure. Und interessant wird es dann, wenn man diese höhere Grundfutterqualität, Silagequalität umsetzt bei den Tieren. Natürlich wird das auf die Inhaltsstoffe auswirken, auf die Milchleistung, aber interessant ist es dann, Eiweißfütterung zurückzunehmen, Kraftfutteranteil zurückzunehmen, um die Tiere zu entlasten, um die Kosten zu entlasten, mehr aus dem Grundfutter zu füttern, ältere Tiere zu bekommen, mehr Nachwuchs, also die eigene Remontierungsquote oder komplett sich aus eigenen Beständen zu remontieren, eventuell dann entsprechend Kälber verkaufen können, mehr Laktationen mit einer Kuh machen, 4, 5, 6 Laktationen mit EM, kriegt man die Zellzahlen trotzdem unter Kontrolle, hat man trotzdem einen gesunden Bestand. Und dann gehen die Gewinnzahlen solcher Betriebe durch die Decke. Also wenn die das ein paar Jahre in diese Richtung entwickeln, das sind eigentlich die Betriebe, die mit Abstand dann am Gewinn schrauben. Dass man da dann sagen kann, da hat man Tierarztkostennorm eingespart, da hat man Kraftfutterkosten eingespart, da hat man, muss man keine Kühe nachkaufen bzw. kann Erlöse aus dem Verkauf erzielen und das alles bei hohen Leistungen. Das wird dann interessant, man hat die Kosten deutlich reduziert und neue Erträge gewonnen. Das ist also unsere Empfehlung zu EM oder unsere Erfahrung mit EM als Siliermittel. Und ja, ich freue mich dann, wenn ich an Ihren Äckern vorbeigehen darf und sehe, dass Ihre Bodenstruktur schön ist, dass Ihre Gülle nicht riecht und dass die Hausfrau die Wäsche hängen lassen kann, wenn Sie Ihre Gülle fahren. Das wäre mein Wunsch und Ihr Beitrag zur Begrünung der Erde. Vielen Dank.